Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst doch Bescheid. Und zwar kommen wir zum dritten Unboxing-Video am heutigen Tage zu Sierra Kid Nauso. Bam, Alter. Feier ich übertrieben das Box-Design? Ehrlich jetzt? Ohne Scheiß. Ich als riesen Dragon Ball One Piece-Fan, so, ihr wisst doch Bescheid, Alter. Hier mit dem Gotenks-Geist, Kamikaze-Attacke, ihr wisst doch Bescheid, Alter. Feier ich übertrieben die Idee hier. Nice. Und jetzt würde ich sagen, öffnen wir einfach mal die Box, Alter. Bevor das hier zu einer Dragon Ball Folge wird, wo ich über Dragon Ball rede hier. Ja, gucken. Das kommt gleich noch dran. Das Album. Hier haben wir die ersten Sticker. Hier, gebt euch die mal. Hier der Kristall, der Rohdiamant, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir hier Gotenks in Schwarz, nenne ich ihn jetzt mal, den Geist. Hier nochmal. Ich glaube an dich. Nochmal so ein Sticker. Boom. Es gibt eine bessere Zukunft für dich und mich. Boom. Gilt auch für das Sierra Kid. So, ihr wisst ja, hat er ja auch so krankheitsbedingt. Deswegen kam ja auch nur ein Musikvideo raus zu Money. Und hier haben wir nochmal den Boxcover-Sticker. Ja, dann gucken wir mal. Haben wir hier natürlich noch das Album. Alter, ich bin glaube ich der schlechteste CD-Aufmacher so von Folien abmachen und so, den es gibt, Alter, der solche Unboxing-Videos macht. Okay. Ja, Mann. Guck mal, so, wenn man die aufmacht, sieht es auch voll geil aus, so. Finde ich. Boom, Alter. Und hier kann ich euch nochmal die Tracklist hier einblenden. Finde, hätte man geiler so auch rausschreiben können, so, die Tracklist, so. Besser erkennbar. Aber okay. Sonst, ja. Ich bin sehr gespannt. Auf das Album Sierra Kid verfolge ich noch nicht so lange, seit der bei dem Flair-Album Atlantis drauf war, fand ich ihn so nice, dass ich 600 Tage das Album natürlich mir gegönnt habe und war für mich eines der besten Alben im Jahr 2020. Und ja, ich bin gespannt, was er diesmal für ein Album abgeliefert hat. Dann haben wir hier das hier noch. Boom, so ein Bild mäßig. Das ist auch so, vielleicht so ein Sticker. Ich weiß nicht ganz genau. Dann haben wir hier noch so ein paar richtige Bilder, sag ich jetzt mal. So, boom. Sind auf jeden Fall nice Bilder, nicht einfach eher vom Auto oder so, sondern so wirklich gezeichnet, Alter. So feiere ich auf jeden Fall, Alter. Hier mehrere davon. Dann haben wir hier noch das hier einmal und dann das gleiche hier mit einem anderen Hoodie, nenne ich es mal. Boom. Hier noch mit so einer kleinen. Boah, sind da viele davon drin, Alter. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht mehr weinen kann. Ich weiß, wie es ist. Ah, hier sind noch ein von ein paar Zeilen. Ich weiß nicht ganz genau, ob die aus dem Text kommen oder wie auch immer. Und dann haben wir hier das Bild hier zum Schluss noch. Zack, boom. Feiert ihr diese Bilder oder findet ihr die unnötig? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann, ich weiß gar nicht ganz genau, was hier auf dem USB-Stick drauf ist. Ich weiß, dass du mit dem USB-Stick an so einem Gewinnspiel teilgenommen hast. Ja, ich werde mir den auf jeden Fall reinziehen, was da drauf ist. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was da drauf ist. Und was das für ein Gewinnspiel ist und so weiter. Ich gucke mir das Video später auch nochmal an. Ich habe es heute nicht mehr geschafft, nochmal reinzugucken. TFS steht drauf. Hier ist auf jeden Fall der USB-Stick. Und ja, werde ich abchecken später. Und das war's aber auch noch nicht. Muss mal kurz gucken. Wo habe ich die hingepackt? Ja, hier. Genau, die Einbrechermaske. Darf natürlich nicht fehlen. Von der Qualität wirkt die aber sehr gut. So, ich hatte ja schon Boxen, wo eine Maske drin war zum Beispiel.
So, man fühlt richtig rüber und man merkt, dass es so selbst eingesteckt worden ist, was ich auch sehr cool finde. Und hier könnt ihr es nochmal sehen, hier, zack. Auch hier haben wir nochmal dieses Schwert hier nochmal hinten. TFS, der Mond, das Auge, das Herz. So, sieht nice aus, oder? So für eine Einbrechermaske halt, ne? Ja, finde ich cool. Fühlt sich qualitativ zum Beispiel auch besser an als die Luciano-Maske, so für mich. Ja, das war's mit der Box, Alter. Jetzt habe ich mein drittes Unboxing gemacht. Schreibt mir eure Kommentare über Sierra Kit wegen dem USB-Stick. Schreibt es hier auch unten in die Kommentare. Ihr wisst doch Bescheid, Alter. Und wenn ihr Rap so feiert wie ich, Alter, lasst ein Abo da und streamt das Album auf Dauerschleife. Holt euch ein Album, holt euch das Album bei iTunes. Ihr kennt die ganze Scheiße. Unterstützt Sierra Kit, dass bei ihm noch besser läuft und dass wir dann im nächsten Jahr vielleicht ein Album bekommen mit Musikvideos, mit allem drum und dran. Ich hoffe es. Ich gönne es ihnen zu 1000% und ja. Das war's von mir, meine Freunde. Ich bin raus. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid. Peace.